Leidenschaft ist für mich etwas, was man machen kann, ohne sich dafür zu schämen. Das muss nicht mal heißen, dass man es der Welt sagen muss, sondern dass man sich persönlich kann sagen kann, ich mache das, weil es mir gut tut, weil ich es gerne mache und ich schade niemandem. Ja, Luke Skywalker ist der Hero von allen Heroes. Da kann der Superman und der Batman heimgehen. Ich wollte das höchste Level von Verkleidung haben. Und das habe ich jetzt bekommen. Sozusagen. Ich kann jetzt in einen Raum kommen mit zwei Leuten, die sich nur darauf konzentriert haben, was man anzieht, ansetzen und einfach eine Rolle entwickeln, etwas erfinden. Ich habe also in meinem Koordinatensystem Beschuss 2 eingegeben. Hab mich wohl vertippt. Meine Leidenschaft ist Film, aber das Schauspiel ist für mich etwas, das überall drinnen liegt. Ich habe mit 14 gefunden, ich bin irgendwie immer noch zu klein, ich will grösser sein. Und habe gefunden, ich gehe jetzt mal schwimmen, weil man ja anscheinend grösser wird, wenn man schwimmt. Es ist dann leider doch nicht so geworden. Ich hatte dann das Glück, mit 17 können den Jimmy zu spielen. Und bin dann noch mal richtig gedrillt worden und habe noch mal richtig schwimmen. Und bin leider immer noch nicht viel grösser. Aber der Schwimmer jetzt bezogen für mich natürlich gerade auf Jimmy, ist ein Projekt, das mir persönlich auch sehr viel gebracht hat durch die Arbeit mit Autisten und auch noch mal eine neue Sicht aufs Leben gegeben hat. Jimmy, wenn er pfeift, dann springst. Ich habe jetzt im Frühling einen Film abgedreht, wo ich einen Neonazi spiele. Cate Blanchett ist die Hauptdarstellerin und wir sind so ihre Jungs, einfach so ihre Trolls, die immer rum sind. Nicht viel sagen natürlich, aber wir sind da. Ja, rückblickend auf Anna ist eigentlich viel passiert, viel Schönes. Es ist mir immer noch Freude und eher können Teil davon sein. Ja, also ich denke, wichtig ist, wenn man das macht und ich jetzt mache, dass man dranbleibt und dass man sich auf eine Art schon bewusst Ziel setzt oder beziehungsweise in gewissen Situationen erkennt, dass wenn man jetzt nicht liefert, dass auch nicht kommt. So. Hallo! Coole Rolli! Super! Bist du voll behindert? Auch nicht behindert als du. Hast du dich schon ein bisschen eingelebt? Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Karriere oder vom Weg, den ich jetzt gemacht habe. Es gibt immer Momente, wo man an einen Punkt kommt, wo man sich hinterfragt oder nicht zufrieden ist oder irgendwie einfach nicht weiter weiss. Aber ich denke, das gehört genauso dazu wie die Momente, wo es dann halt auch wirklich läuft. Oberst, Rekrut Zahner. Run! Ich übergebe Ihnen Ihre persönliche Waffe. Ich nehme meine persönliche Waffe entgegen. Ich melde mich ab. Ja. Auf den Pascal Zahner, die Rolle von Ziellos bezogen, kann man sagen, dass er mit allem muss selber klarkommen. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass zu viele Junge zu früh das Gefühl haben, sie dürfen nicht mehr Kind sein oder sie dürfen nicht mehr überfordert sein oder nicht klarkommen mit einer Situation oder um Hilfe bitten, einfach um Hilfe zu fragen, zu bitten. Aber wenn du nie Hilfe bekommen hast, dann kommst du auch nicht auf die Idee, nach ihr zu fragen.
Also für mich ist es sehr schön, mit meinen Eltern etwas zusammen zu machen. Im Beruflichen gesehen. Ich hatte immer eine Faszination für sie auch und für ihr Arbeiten. Meine Lieblingsstücke, eigentlich sind all die meine Lieblingsstücke. In den letzten zwei Jahren ist es dann konkreter geworden. Und jetzt sind wir bei der zweiten Kollektion. Und, ich bin immer noch recht am Anfang, aber ich werde jetzt die nächsten paar Jahre mich schön einschaffen können. Und wir schauen, wo es hinführt. Aber es bleibt spannend auf jeden Fall.